Zu mRNA, eine der Möglichkeiten, dass sie dies anwenden können, wäre ein Vorschlag, wäre ein Pflaster namens Microneedle-Plattform zu verwenden. Microneedle-Plattform wäre ein Pflaster, das Sie mit der Post wie Amazon oder UPS erhalten würden, als ein Pflaster auf Ihrer Hand hier anzuwenden. Und dann nehmen Sie den Aufkleber ab und dann, voilà, Sie haben eine Impfung, Sie tun es selbst. Also wie machen Sie das? Das Pflaster hat winzig kleine Mikronadeln drauf und es ist einem Schlangenzahn oder Viperzahn nachempfunden. Es ist also wie der Biss einer Schlange, aber viele davon. Und Sie sagen, man spürt es, nicht wirklich, aber es geht unter die Haut und die kleinen winzigen Mikronadeln würden injiziert werden. Und was ist in den Mikronadeln? Es wird entweder der DNA- oder der RNA-Impfstoff sein. Zweitens wird es etwas sein, das Luciferase genannt wird. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass Sie es als Luciferase patentiert haben, okay? Nun, es wird Luciferase genannt, weil es ein Biolumineszenz ist, ein Licht, okay? Und das ist nicht etwas, das man sehen oder fühlen kann, aber wenn man ein spezielles Gerät hat, wie ein Smartphone mit App, mit einer speziellen Anwendung, kann man darüber scannen und es wird aufleuchten. Es wird ein Muster zeigen, einen digitalen Code, einen Barcode, ein Tattoo. Wir werden gebrandmarkt sein. Jede Person wird ihre eigene ID haben. Wissen Sie, das erinnert mich an den Zweiten Weltkrieg. Wissen Sie, es ist etwas, worüber man nachdenken sollte, gebrandmarkt zu sein, wie ein Produkt im Laden. Das wird dort drin sein und es wird der Beweis sein, dass man geimpft wurde. Sie wollen sicher gehen, dass man gescannt wurde und den Impfstoff bekommen hat. Wir werden also gebrandmarkt sein. Wofür könnte das verwendet werden? Oh, es gibt eine Menge Technologien da draußen. Aber es ist etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Ja, 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 na, 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 na,